Moin zusammen. Wir reagieren auf Marvin Wildhage. Marvin Wildhage ist ein YouTuber und hat ein Video gemacht, wie er sich auf das DFB-Trainingsareal schleicht und auch zu einem Spiel schleichen wird, wie er sich da so reinsneakt. Und das macht er auf eine Art und Weise, wo ich mich getriggert fühle, um eine Reaction zu machen. Denn wir haben hier ganz viele sicherheitsrelevante Themen, über die wir sprechen müssen. Über die Legalität, über die Illegalität, über die Zukunft, ja, auch auf die Europameisterschaft gesehen, was da passiert. Marvin hat in der Vergangenheit schon öfters solche Undercover-Aktionen gemacht. Er hat sich bei, ich glaube, Werder Bremen ins Training geschlichen und er hat sich bei noch einem Verein ins Training geschlichen und hat solche Videos öfters mal gemacht. Aber jetzt kommt die Europameisterschaft. Und ich weiß nicht, ob es da aus der Sicherheitsperspektive, die ich habe, Sinn macht, ein Video zu drehen, wie einfach es ist, sich ins Trainingslager, ins Hotel oder in ein Stadion zu schleichen. Und die Möglichkeiten, die man hat, wie einfach das ist, hat er herausgearbeitet. Und das weckt natürlich, ich habe das Video gestern gesehen und ich habe direkt Puls bekommen, weil, ja. Wir werden da ein paar Insider-Informationen jetzt auch gleich rausdroppen und werden da mal ein paar Sachen erläutern und beleuchten, weil wenn die Europameisterschaft läuft und es gibt ja eine erhöhte Sicherheitslage, es gibt Risikos, es gibt Warnungen, die rausgegeben wurden, ne, was diese Veranstaltung, diese Europameisterschaft in Deutschland anbetrifft. Und wenn ich dann so ein Video im Vorfeld raushaue, wie einfach es doch ist, reinzukommen, dann öffnet das natürlich auch Tor und Tür für diejenigen, die jetzt nicht ein YouTube-Video auf Content machen, sondern die vielleicht wirklich Scheiße bauen wollen, die wirklich Anschläge, Attentate oder andere Dinge durchführen wollen. Man weiß es ja nicht. So Worst-Case-mäßig, ihr wisst, was ich meine. Also von daher, ja, Leute, wir schauen mal rein, okay? Dann werdet ihr recht schnell merken, was ich meine, okay? Ich hoffe, der Ton funktioniert. Wir gehen direkt rein. Hallo, da bin ich wieder. Endlich ist es wieder soweit. EM im eigenen Land. Da kriegt man doch direkt wieder Flashbacks zum Sommermärchen 2006. Alleine das goldene Tor von Oliver Neville, Gänsehaut. Mittlerweile bin ich 27 Jahre alt. Das heißt, meine letzte Chance auf einen Platz in der Nationalmannschaft. Und weil der Anruf vom Bundestrainer irgendwie nicht ankam, habe ich gedacht, ich nehme das Ganze selbst in die Hand. Schaut euch das an. Und das ist halt jetzt der Punkt. Es ist, wenn man jetzt nichts mit der Sicherheit zu tun hat oder wenn man diesen Aspekt außen vor lässt, ist das ein cooles Video, was Klicks generiert, was Fun ist. Okay, und jetzt im Vorfeld, bevor wir jetzt in die Bewertung dieses Videos gehen und ich da meine Meinung zu äußere, werde ich natürlich auch Herrn Solmecke verlinken, weil auch hier strafrechtlich vielleicht einiges im Raum steht, was er gerne wahrscheinlich mal bewerten und beurteilen könnte. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das ein Video ist, was mit Einverständnis des DFBs gedreht wurde. Das heißt, wir werden hier ein Video sehen, was absichtlich so gedreht wurde, mit Erlaubnis. Oder ob Marvin das Video wirklich so gemacht hat, wie er es hier darstellt. Und zwar ohne offizielle Genehmigung, ohne Wissen des DFBs und, und. Das will ich jetzt hier mal im Raum so stehen lassen. Es kann sein, dass es Fake-Video ist, mit offizieller Genehmigung, mit allem drum und dran, oder eben nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil wir befinden uns in der YouTube-Welt, in der Online-Welt. Daher kann beides richtig sein. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass dieses Video ohne offizielle Genehmigung, ohne Wissen des DFBs und, so passiert ist, wie er hier das darstellt, okay? Mein Ziel ist es, den Bundestrainer Julian Nagelsmann von meinem Talent zu überzeugen. Und wo macht man das am besten? Richtig, im Trainingslager. Denn vor jedem großen Turnier treffen sich unsere Jungs für ein, zwei Wochen im Mannschaftshotel, um sich so richtig darauf einzustimmen. Und genau da will ich angreifen. Herzlich willkommen im Golfresort im Weimarer Land. Das hier ist das offizielle Hotel der Nationalmannschaft. Und damit ich als zukünftiger Nationalspieler mich hier auch auskenne,
sind wir heute hier, um das Ganze auszukundschaften, die ganzen Wege und Plätze. Und damit wir dabei nicht auffallen, muss ich hier heute als Golfer aufschlagen. Das große Problem ist, dass von diesem Hotel das Areal extrem riesig ist. Also alleine in die Richtung haben wir locker noch 1 bis 2 Kilometer. Das Hotelgebäude befindet sich da nochmal 2 Kilometer nach hinten. Ich frage mich um Himmels Willen, wie soll ich am Tag der Tage, wenn das Trainingslager beginnt, von da vorne da hinkommen? Und er sagt es jetzt hier auch schon. Wir gehen jetzt auf die Sicherheitsaspekte ein, okay? Er hat sich das Luftbild angeguckt, er hat sich das Hotel angeguckt und jetzt hat er sich als Golfer getarnt auf das Areal begeben. Das heißt, haben wir eine Sicherheitsanalyse und wir machen eine, wir sind die Guten, wir machen eine, aber die Bösen machen das auch. Eine Gegenaufklärung nennt sich das. Und wenn jemand auf das Hotel eine blöde Sache vorhat, eine schwerwiegende Straftat durchführen möchte oder was auch immer, ja, dann machen die das genauso. Dann klären die auf. Die Leute, die Ahnung haben, schauen sich das Areal an, das Umfeld an und ziehen sich die Luftbilder, machen wie er einen Tag Golfen, mieten sich im Hotel ein als normaler Gast. Im Video steht ja 6 Wochen vor dem Trainingslager. Das heißt, man hat also genug Zeit, sich als Gast, als Golfer, als man kann sich da auch als Mitarbeiter, als ja, weil wenn solche Events sind, braucht man immens viele Mitarbeiter. Man kann sich da also als Gärtner, als Hilfsarbeiter, Küchenhilfe reinsneaken, als Minijobber, whatever. Es gibt so viele Varianten, sich in das Areal reinzusneaken, dass wirklich der Fantasie dort keine Grenzen gesetzt sind. Er hat es jetzt als Golfer gemacht, alles cool, und kann sich dann mit einem Golfkart das ganze Areal angucken. Wir haben offene Fläche, wir haben Wiese, wir haben Wald, wir haben kein Ballungsgebiet drumherum, wir haben aus dem Luftbild heraus jetzt auch keine Wohnsiedlung direkt in der Nähe gesehen, sondern wir haben ein einzelnes Hotelareal gesehen mit einem Trainingsplatz, mit natürlich ein bisschen Infrastruktur, aber sonst haben wir gesehen, hier ganz viel Grün, ganz viel Wald, ganz viel Ding. Jetzt muss man halt schauen, was sieht das Sicherheitskonzept vor vom Hotel, wenn jetzt die DFB-Mannschaft kommt? Was wird denn an Sicherheitspersonal aufgefahren? Was wird an Polizeikräften aufgefahren? Was wird an Überwachungstechnik aufgefahren? Drohnentechnologie, Licht, Kameratechnik, Fahrzeuge, Überwachung, alles Mögliche. Das ist erst einmal nur so in den Raum gestellt, was passiert dort. Keiner von uns weiß es. Welche offenen und verdeckten Maßnahmen werden hier getroffen? Und er hat sich jetzt die Mühe gemacht und schaut sich das Ganze erstmal an. So, jetzt haben wir aber der Punkt, der hier verdammt wichtig ist. Warum ich das Video als verdammt kritisch abstempeln möchte. Muss man gerade hier in den Chat gucken. Marino, vielen, vielen Dank. Und wir haben alle noch den Anschlag auf den BVB-Bus im Kopf, ja. Wir haben TV Total noch im Kopf, wie er sich mit dem Mannschaftsbus, mit dem Gefakten als Tuchel, ich weiß nicht mehr genau welcher Trainer, Puffpaff da imitiert hatte, sich dann ins Stadion manövrieren wollte mit Mannschaftsbus. Das heißt also, auch hier wurden schon massive Fehler gemacht, auch von TV Total und ProSieben. Es wird ein Bombenanschlag, Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des BVBs durchgeführt und dann kommt ein Fernsehsender, ein Fernsehformat da noch auf die Idee, einen eh schon sensibilisierten Verein nochmal unter Druck zu setzen, indem man mit einem gefakten Mannschaftsbus in ein Stadion fährt vor einem Spiel mit 80.000 Zuschauern. Dass da natürlich der Puls bei einigen Verantwortlichen hochgegangen ist, weil in der Vergangenheit eben schon ein Sprengstoffanschlag verübt worden ist, brauche ich euch nicht erzählen. Ich weiß nicht, was Sebastian Puffpaff da geritten hat, dass da halt ein bisschen ja, an Verständnis, Sensibilität und an ja, Fachkompetenz flöten gegangen ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber solche Sachen, wie auch Marvin, der sich in Trainings des Vereins Werder Bremen, glaube ich, reingesneakt hat und so weiter, das sind alles Fälle, wo man als Zuschauer sagt, ah, ist doch witzig. Aber wir aus der Sicherheit empfinden das gar nicht als witzig, weil wir natürlich dann Lücken erkennen im bestehenden Sicherheitskonzept. Oder der Verein auf uns zukommt und sagt, wie konnte das passieren? Bei dem Sprengstoffanschlag, ne, der Typ hat sich als Hotelgast dort eingemietet und. Das sind Sachen, die kannst du kaum bis gar nicht verhindern. Aber wenn du gewisse Routinen hast, wie du hast immer das gleiche Mannschaftshotel, du hast immer die gleichen Abläufe, die zeitlichen Abläufe vor jedem Spiel, vor jedem Champions-League-Spiel und so weiter und so fort, beweisen genau diese Geschichten, dass der Täter immer Gegenaufklärung betreibt. Ja, das heißt immer, die sind auch mit einem gewissen Fachwissen
verbunden. Und die bekommen das auch geschissen, ja, Wege zu erklären, aufzuklären, Termine aufzuklären, Zeiten aufzuklären und, ja. Weil nicht umsonst hat der in dieser Hecke an diesem Zaun diesen Sprengsatz versteckt, weil er wusste, der Bus steht da, fährt da dran vorbei und die Uhrzeit und so weiter und so fort, ja, ohne das jetzt in die Länge ziehen zu wollen. Aber das sind alles so Sachen, wo ich dann sage, der Verein oder der Verantwortliche, der Auftraggeber kommt und sagt, sorry, aber ihr seid doch unsere Sicherheit. Sei es hausintern als Security Manager, als Corporate Security oder was auch immer oder als externer Sicherheitsdienstleister. Wie konnte das passieren, Leute? Wie konnte das passieren? Und auch jetzt hier, ihr werdet gleich im Video sehen, wie konnte das passieren? Weil sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, dann wird uns das Hotel nicht einfach mal so... Genau, und die Ordner sind nämlich dann, genau das, die Ordner sind... Was heißt, gibt's schon auf YouTube? Marino, was gibt es schon auf YouTube? Auf dem Platz gemogelt. Ja, okay, siehst du? In Jena gefühlt 5 Ordner mit den DFB-Jungs auf dem Platz gemogelt. Kurze Frage, welche Jacke ist das? Die ist von Helicontex. Die Jacke ist der Hersteller Helicontex. Kannst du googeln, findest du eigentlich relativ schnell. Genau, und die Ordner? Die Ordner sind dann, aber bei Dortmund war es so, dass ein Ordner, eine Sicherheitskraft, ein Bauchgefühl hatte und sagte, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Und deswegen ist die Sache aufgeflogen, ist auch gut so. Aber trotzdem ist krass, ne? Ist wirklich krass. Genau, neues Video von Marvin Wildhage. Darauf reagiere ich gerade auf Twitch, bin ich gerade live. So, weiter geht's. Nur noch ein Golfcar ausleihen, wenn ich hier als verkleideter Spieler herkomme. Also wir haben jetzt vermutlich das Trainingsgelände gefunden. Das ist wirklich der äußerste Rand von diesem Hektar großem Areal. Es muss dieser Platz hier im Hintergrund sein. Wenn man das mal mit dem einzigen Foto aus dem Internet vergleicht, dann kann man das schon ungefähr erahnen, wie es hier vor der Baustelle aussah. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Also der einzige realistische Ort, schnellstmöglich nah an den Trainingsplatz zu kommen, ist dieser Feldweg hier. Ich bin mir aber zu 1000% sicher, dass die diese Bauzäune hier noch wegräumen werden und einen vernünftigen Zaun hinmachen. Weil hier sieht man ja schon, entweder ist da ein Reh rübergehopst oder schon der ein oder andere Golfer rübergestiegen. Und das werden sie, dieses Risiko werden sie ja natürlich hier nicht fahren, dass hier Autogrammsammler irgendwie rübergehen. Muss man vielleicht da durch diesen kleinen See durchschwimmen und schon irgendwie in so einem Plastiksack die Klamotten irgendwie mitnehmen, raussteigen, schnell umziehen und dann auf den Platz gehen. Würde ja niemand... Allein, dass er das... Vielen, vielen Dank für das Follow, Marino. Vielen Dank. Alleine, hey Leute, was er gerade für auf Ideen kommt, ne? Mit rechnen, dass einer da durchschwimmt. Genau. Die Frage ist aber auch wichtig, weil wir haben ja gesehen, bei allen... Und jetzt stellt euch mal vor, er kommt auf diese Idee, durch diesen kleinen Tümpel, durch diesen See schwimmen, wasserdichter Rucksack, Trainingsklamotten dabei, durch den See geschwommen, dann, es gibt ja verschiedene Sicherheitszonen, zack, 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 und dann steht er da, zieht sich um hinter der Holzhütte, die ihr da gesehen habt, und auf einmal ist er da. Er kommt auf die Idee. Jetzt stellt euch mal vor, ich als Sicherheitsverantwortlicher, als Venue-Manager oder Security-Manager, was auch immer, komme zu meinem Auftraggeber und sage, du pass mal auf, da brauchen wir einen gesonderten Punkt. Der muss so und so abgesichert werden, weil es könnte sein, dass das und das passiert. Und dann sagt der Auftraggeber, ach komm, ey, wie wahrscheinlich ist das denn? Und das passiert doch eh nicht. Und zu viele Filme geschaut, bla bla bla. Und er beweist es hier in dem YouTube-Video, dass es genau diese Gedankengänge sind, die man hat. Als Gegenüber und auch als guter, fachkompetenter Security Manager. Allen drei Versuchen, bei Hannover, Hertha und Werder. Oh, Hannover, Hertha, er ist bei Hannover, Hertha und Werder in die Trainings geplatzt. Immer der große Knackpunkt, Wahnsinn. Auf den Platz zu kommen, Wahnsinn. Enttarnt zu werden, überhaupt diesen Weg zu schaffen. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, dass ich hier den Weg nicht hätte, dann wäre es doch geritzt und ich kann endlich für die Nationalmannschaft auflaufen. Vielleicht brauchen wir einen Fallschirmsprung oder sowas. Und auch das, Leute, er kommt nicht nur auf die Idee, durch das Wasser zu schwimmen mit einem wasserdichten Rucksack, jetzt kommt er am Ende noch auf die Idee, ja, dann hilft halt nur ein Fallschirmsprung. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wenn ich eine Sache bei den letzten Undercover-Trainings gelernt habe, dann, dass der Weg bis zum Trainingsplatz der wichtigste Moment ist. Denn da bin ich bei den letzten Malen ziemlich doll aufgefallen. Und das ist ja das ist ja das Nächste, was ich jetzt aus meiner Sicht direkt, wo die Alarmglocken läuten bei mir. Er macht das ja nicht zum ersten Mal. Er macht das jetzt zum 5. Mal. Das heißt, er lernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Mit jedem Mal, wo er das macht, wird er besser und gerissener.
und merkt, okay, das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, ich muss das und das machen. Das hat gut funktioniert, also kann ich das noch verfeinern. Ey Leute, das ist Bilderbuch. Und deswegen habe ich mir dieses Mal vorgenommen, dass ich mit einem Auto direkt bis vor den heiligen Rasen vorfahren möchte. Und deswegen habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel Zeit auf TikTok verbracht, um herauszufinden, wie die offiziellen Autos vom DFB aussehen. Und dabei ist mir aufgefallen, die sehen alle gleich aus. Alles schwarze Busse mit hier und da ein paar Folierungen. Und genau das werde ich jetzt nachbauen. Und dafür habe ich mir mal testweise zwei Autofolien bestellt in zwei verschiedenen Größen. Und damit werde ich gleich mal zum nächsten Autohaus rennen und die einfach mal auf so einen Multivan draufkleben und mal schauen, welche die passende Größe ist, die ich dann am Ende bestelle. Aber auch in Ich habe Puls, Leute. Das ist der Wahnsinn. Also erstens feiere ich ihn für das Video, weil es einfach aufzeigt, was hier gerade abgeht oder was wir in der Europameisterschaft erwarten könnten. Ja. Und er ist halt keiner, der Blödsinn macht. Aber das ist eine Anleitung. Das ist der Wahnsinn. Das ist unfassbar. Ich feiere es, aber ich feiere es auf zwei Seiten. Einmal würde ich ihm gerne sagen, ey, du, pass auf, was du da gemacht hast, ist aus unserer Sicherheitsperspektive ein Super-GAU. Und ich würde das Video gerne nehmen und würde gerne zur Europameisterschaft, zum DFB gehen oder zur Euro GmbH und würde sagen, ey Leute, schaut euch das Video an, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen dieses Video nehmen, angucken und wir müssen darauf reagieren. Ganz klar. Weil es passiert noch viel mehr. In anderen Bereichen habe ich mich diesmal besser vorbereitet als jemals zuvor. Ich war in den letzten Wochen sogar hin und wieder mal laufen und versuche mich mal wieder vernünftig zu ernähren und ich achte darauf, dass ich genug Wasser trinke. Okay, jetzt kommt Werbung. Egal. Denn dafür bekommt langweiliges Leitungswasser köstlich. Wir skippen das jetzt mal nicht. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Duftpots. Mein Favorite, ey, Malarius, ist Virgin Mojito, aber in letzter Zeit trinke ich auch gerne mal Orangenade. Orangenlimonade. Die neue Gen 2 Bottle passt auch perfekt in meinen Rucksack und ist natürlich wasserdicht. So, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein Produkt, was du magst, nicht aussprechen kannst. Auffüllen und muss so nichts Überteuertes kaufen. Unter dem ersten Link in der Infobox findet ihr die neue Gen 2 Bottle in 5 verschiedenen Farben und natürlich auch alle Geschmacksrichtungen von Eistee bis Cola und meinem Favorite Virgil Mojito. Checkt also eher ab, gerne mal ab und wir gehen jetzt erstmal den Bus folieren. Das hier ist der Volkswagen Multivan. Genau so einen Wagen nutzt der DFB auch, um seine Spieler von A nach B zu bringen. Und auch wir werden uns solch einen Wagen in ein paar Wochen mieten. Doch jetzt ist es erstmal wichtig herauszufinden, welche die richtige Größe für unsere Folierung ist. Denn normalerweise klebt hier ein VW-Logo dran, daneben noch ein DFB-Logo, hier steht irgendwie noch Volkswagen-Nutzfahrzeuge dran. Deswegen habe ich mir mal testweise zwei Größen organisiert, 25 cm und 30 cm. Boah, nächstes Follow, dankeschön. Das ist noch mehr. Nicht schön, aber selten. Für einen Test reicht es alle Male. Das ist super tricky. Wir müssen uns ja vorstellen, dass das VW-Logo auf der einen Seite ist und in exakt der gleichen Größe nochmal das DFB-Logo. Es sieht irgendwie beides richtig aus. Ich fürchte, wir machen einfach die Mitte, oder? Von 25 und 30 cm machen wir einfach 27,5. Und dann sollten wir doch... Und hier mein erster Point an Herrn Solmecke. Ist das, was er hier gerade macht, schon illegal? Schon eine Straftat? Weil wir reden ja von den 7 Phasen einer Straftat. Und die Vorbereitung, also erstmal die Planung, Vorbereitung, den geistigen Entschluss fassen, das sind ja auch verschiedene Phasen einer Straftat, die aber keine Straftat beinhalten. Außer du hast in einer Vorbereitungsmaßnahme begehst du andere Straftaten. Dann reden wir dann von anderen Straftatbeständen. Aber für sein eigentliches Ziel dahin, es ist ja erst einmal jetzt die Frage, wie bewerten wir das? Strafrechtlich gesehen, auch präventiv gesehen, wenn jetzt die Polizei jetzt zum Beispiel davon Kenntnis erlangen würde, was er vorhat oder was er da macht, ja, wie bewerten wir das? Herr Solmecke, wäre cool, wenn Sie dazu Stellung beziehen würden. Ja, machen wir mal weiter, ne? Also er ist auf einem guten Weg, würde ich sagen. Dank Internet und dank TikTok ist halt Aufklärung und Informationssammeln easy, absolut easy. Und ihr werdet gleich noch was anderes, sehr Erschreckendes sehen. Damit durchkommen. Jetzt machen wir das Ding aber mal lieber schnell wieder ab, weil der VW-Mitarbeiter, der da seine Raucherpause hat, der guckt schon. Vor ein paar Tagen wurde das neue Deutschland-Trikot vorgestellt. Aber nicht nur das, sondern auch die neue Trainingskleidung. Und da habe ich direkt mal zugeschlagen. Wir haben einmal die kurze Sporthose. Na klar. Passend dazu aber auch die lange Variante,
falls es ein bisschen frischer auf dem Platz wird. Und natürlich das Trainingsoberteil. Allerdings ist das hier nur die Fanshop-Variante. Hier befindet sich nämlich das DFB-Logo auf der Brust. Habe ich trotzdem mal mitbestellt für den Fall der Fälle. Das richtige Trainingsoberteil konnte man allerdings auch kaufen. Hier befindet sich das DFB-Logo mittig auf der Brust und die Ausrüster-Flocks auf den Armen. Alles Details, auf die man achten muss. Und auch davon gibt es natürlich für kalte Tage das lange Shirt. Natürlich. Der große Unterschied ist noch, dass sich hier vorne und hinten auf dem Rücken noch nicht die Sponsoren-Flocks befinden. Riesige VW-Logos. Und das bedeutet für mich, ich muss jetzt wieder zum Sportladen meines Vertrauens fahren und hoffen, dass er mir die da drauf flockt. Wird er natürlich machen, natürlich, klar. Warum auch nicht? Klar. Für den Fall der Fälle, dass wir vor Ort kontrolliert werden, brauchen wir natürlich auch einen Plan B. Und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, Leute. Und da habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt. Ja. Wir brauchen Arbeitsausweise. Genau. Ist nur, ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, wie ein Arbeitsausweis vom DFB aussieht. Und jetzt, nächster Point an Herrn Solmecke und auch an alle anderen, die das bewerten wollen. Wie schaut's denn hier aus? Aber das Gute ist, es gibt natürlich Fotos vom letzten Spieltag. Zum Beispiel vom Spiel gegen Holland. Da hatten die Spieler und alle Betreuer folgenden Ausweis um. Und da man diese tollen, hochauflösenden Fotos für gerade mal 125 Euro vom Fotografen kaufen kann, habe ich das natürlich getan, damit ich die in Photoshop nachbauen kann und einfach mal ausdrucken kann. Und hier also die Bilder sind natürlich auf Social Media, wenn man sie postet oder wenn man sie verwendet, runterskaliert. Ihr kennt das an WhatsApp. Mittlerweile hat der WhatsApp auch eine HD-Funktion, aber wenn du 8K-Bilder aufnimmst, hast du trotzdem nur Full HD bei WhatsApp. Jetzt hat er die Fotografen kontaktiert und hat gesagt, schickt mir mal die Originale, weil die natürlich mit ihren professionellen Fotos wirklich ja, alles so detailreich abfotografieren, dass du da hundertfach ranzoomen kannst und jede Kleinigkeit quasi erkennen kannst, auch auf solchen Ausweisen. Und die Ausweise, ihr wisst selber, wenn ihr so Badges um den Hals tragt, da ist einmal die Vorderseite, einmal die Rückwärtsseite, die Rückseite ersichtlich und von daher kann man das easy ja, festhalten auf Fotos und dokumentieren. Und das hilft ihm natürlich jetzt im Nachbauen, wenn man grafikmäßig ein bisschen was drauf hat. Auch hier der nächste Punkt, den ich hier als wahnsinnig kritisch ansehe. Und der nächste Punkt ist, du hast ja jetzt natürlich dann für die ganzen Stadien, hast du Sicherheitsverantwortliche, du hast ein Sicherheitsteam, du hast was zentral gesteuert wird, du hast aber das Team dann vor Ort, du hast externe Dienstleister, du hast sehr viele Gewerke und das ist ja die ganze Krux an der ganzen Geschichte. Du hast Verantwortlichkeiten, du hast sehr viele verschiedene externen Gewerke am Start und das Konzept muss stimmen, das Konzept muss aber nicht nur auf dem Papier da sein, es muss umgesetzt werden, es muss überwacht werden, es muss evaluiert werden, es müssen Tests gelaufen werden, es müssen Probeläufe gestartet werden und. Es ist ein massiver Aufwand. Ein massiver Aufwand, der viel Geld kostet. Aber dieses Video zeigt, dass das eben notwendig ist. Wie es dann in der Realität umgesetzt wird, maße ich mir nicht an zu behaupten, ob das funktioniert oder nicht, ob das durchgeführt wird. Aber wir haben aus der Vergangenheit sehr, sehr, sehr viele Beispiele, wo man einfach merkt, dass bestehende Sicherheitskonzepte ihre Lücken haben. Kleine Lücken hat jedes Konzept. Aber das hier sind große Lücken. Hier sind sie, unsere Arbeitsausweise für das öffentliche Training. Tada! Ich hoffe natürlich, dass die Angaben darauf stimmen. Das muss jetzt einfach nur noch mal gelocht werden. Genau. Einmal links und einmal rechts. Genau. Das Geile ist, es gibt bei Kleinanzeigen Menschen, die allerlei mögliche Sachen verkaufen. Zum Beispiel Merchandise vom DFB. Und da gab es einen Typen, der all möglichen Schnulli-Zeug verkauft. Zum Beispiel Anstecker, Trikots, Trainingsjacken, aber ja, auch Schlüsselbänder. Dittum. Zufälligerweise sieht das Schlüsselband exakt aus wie das, das die Betreuer und Spieler tragen. Und wenn wir das umhaben und da unseren Arbeitsausweis dran machen, zack und zack, dann dürfen wir wirklich bei jeder Kontrolle durchkommen. Okay. Wir haben an alles gedacht. Okay, er hat das Hotel schon mal aufgeklärt, er hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, die Kleidung, das Auto, den Merchandise, die Optik, er hat an alles gedacht. Ach, die Folien für unseren Fake-Bus, den Arbeitsausweis, mit dem wir uns reinmogeln wollen, Klamotten und das Trainingsoutfit, damit ich als Spieler durchgehe. Der Plan war nahezu perfekt, doch dann kam alles anders. Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass hier hinter mir im Stadion von Regionalligist Carl Zeiss Jena das einzige öffentliche Training stattfindet. Das bedeutet, die ganze Mühe, die wir uns gegeben haben mit dem Mannschaftshotel, mit den Überlegungen, wie komme ich ins Hotel rein, wie komme ich auf den Platz, das war alles für die Katz.
Aber das Gute ist, wir wissen jetzt, an welchem Tag und um welche Uhrzeit die Mannschaft trainiert. Das große Problem ist nur, wir kennen uns hier natürlich nicht aus. Das heißt, wir haben keinen blassen Schimmer, an welcher Stelle hier der Mannschaftsbus reinfährt. Das könnte hier sein, das könnte auf der komplett anderen Seite sein. Das heißt, wir müssen heute den ganzen Tag hier das komplette Stadion einmal auskundschaften und am Ende rein hypothetisch uns festlegen, an welchem Eingang wir unser Glück versuchen. Und ich glaube, das noch viel größere Problem wird sein, dass natürlich Einfahrt- und Einlasskontrollen an einem Stadion nochmal was ganz anderes sind als bei einem Hotel. Das heißt, seine Vorbereitungsmaßnahmen am Hotel waren geil, hat er gut gemacht. Und jetzt hat sich die Lage geändert. Der Ort hat sich geändert, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Alles ist auf einmal größer, mit mehr Leuten, mit mehr Security, weil auch ein Stadion hat ja ein bestehendes Sicherheitskonzept und so weiter und so fort. Die ganze Situation hat sich geändert, aber jetzt hat er noch einen ganzen Tag Zeit, um dort Aufklärung zu betreiben, um dort auszukundschaften, um dort Informationen zu sammeln. Das macht er jetzt. Mit welchem Ergebnis sehen wir gleich. Aber auch hier, warum wurde die Location gewechselt 2 Wochen vorher? Warum wurde das Mannschaftshotel und gewechselt? Weiß man nicht. Hat man Sicherheitsbedenken gehabt? Hat man gesagt, hey, wir können das hier nicht garantieren, wir können das nicht? Oder man sagt einfach, ey Leute, das Hotel, der Platz, der Trainingsplatz, da ist einfach, wir wollen es öffentlichkeitswirksamer machen. Wir wollen den Leuten ein öffentliches Training präsentieren. Wir wollen im Stadion die Leute einladen, die sollen einen schönen Tag haben. Und wir machen einfach fannah, wir machen einfach publikumsnah, einfach ein Training. Das kann auch die Begründung gewesen sein. Und jetzt kommt aber er und sagt, jo, vielleicht hätte jetzt jemand anderes, der irgendeinen Anschlag verüben wollte oder keine Ahnung, welches Szenario hier passend wäre, der hätte vielleicht abgebrochen und hätte gesagt, ja, okay, alles klar. Er sagt, nö, die Challenge nehme ich an, mache ich. Ja, und die Challenge, die er jetzt hat, ist weitaus größer, komplizierter, risikoreicher und deswegen bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe hier als einziges die wirklich realistische Möglichkeit. Stellen wir uns mal vor, wir fahren da mit unserem Bus durch und halten direkt hier vorne in diesem Kuchenstück von den Tribünen. Dann wäre es wirklich ein Klacks, wenn alle Tore offen sind. Weil von hier aus kann ich zumindest schon mal den Rasen sehen. Was ist das hier? Hier geht es einfach komplett runter zu einem Fluss. Und damit man hier als Fan nicht auf die Idee kommt, sich ins Stadion zu schleichen, sind hier einfach ein paar Platten dran geschraubt worden. Man muss dazu sagen, das ist ein Regionalliga-Stadion. Dementsprechend sieht es vielleicht auch drumherum ein bisschen aus. Plus, das ganze Areal ist gerade eine riesige Baustelle. Und insgeheim hoffe ich ja, dass diese riesige Baustelle am Ende unser Vorteil sein wird. Weil, ganz ehrlich, bei so vielen gesperrten Straßen, bei so vielen neu gepflasterten Zufahrten, da kann es auch mal sein, dass sich der Busfahrer von der deutschen Nationalmannschaft verfährt. Und wenn der mich dann zum falschen Eingang bringt, dann ist das halt so. Genau. Das ist wirklich richtig geil. Das erinnert mich so an meine Kreisliga-Zeit, als ich noch Schiedsrichter war und in genau solche dunklen Kaschemmen musste, wo Bratwürste verkauft werden, um mir meine 12 Euro zu holen, dafür, dass ich gerade eine Stunde Linienrichter gemacht habe. Da drüben wird Bier ausgeschenkt, da drin wird irgendwie gegrillt, es wird da drin auch natürlich noch fleißig geraucht. So stelle ich mir die Regionalliga vor. Das hier ist die komplett andere Seite des Stadions und auch hier befindet sich eine Einfahrt. Das Problem ist nur, dass diese Einfahrt hier einer Festung gleicht. Wir sehen einen dicken Stahlzaun. Da oben befinden sich Zacken drauf, dass man nicht rüberklettern kann. Dahinter noch eine Schranke und ich wette, wenn hier das öffentliche Training stattfindet, steht dahinter auch noch ein Ordner, der unseren Dienstausweis sehen möchte. Dann steht dahinter noch ein Ordner. Ich hoffe, mehr als nur ein Ordner. Aber ihr seht, er macht das gut. Er macht das gut. Er hat die Erfahrung. Das kommt halt auch noch dazu. Er ist aus dem Business. Er hat Erfahrung, was das angeht. Er hat Stadionerfahrung. Er hat ja auch sich schon in den ein oder anderen Bereich reingeschlichen in der Vergangenheit. Die ein oder andere Undercover-Situation schon durchgezogen. Von daher hat er, ihr merkt das, wie er redet. Er kennt sich aus. Der wissen möchte, wer ist in dem Bus, warum ist der Bus noch nicht drin. Und das alles führt dazu, dass das hier wirklich das Worst Case Szenario werde. Grüß dich, Razzo. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn hier die offizielle Einfahrt des Mannschaftsbusses ist und wir hier durch müssen, ich glaube, dann können wir das Projekt Nationalspieler wirklich an den Nagel hängen. Tja, jetzt wird's spannend, Leute. Morgen ist es endlich soweit, mein Debüt als Nationalspieler steht an. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde vom Trainingsort entfernt und wir müssen jetzt noch das trojanische Pferd vorbereiten, unseren kleinen Mannschaftsbus. Dafür habe ich schon die Folien vorbereitet, die müssen da jetzt draufgebracht werden. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto foliert, aber wird schon. Das da. Das sieht doch passig aus, oder? Jetzt halt der nächste Punkt an Herrn Solmecke. Zum Beispiel, jetzt hat er ja nicht nur das VW-Logo verwendet, jetzt will er das DFB-Logo auch noch verwenden und jetzt das Auto als trojanisches Pferd verkleiden. Wie strafrechtlich relevant ist das hier? Was kann man da draus machen?
Die Musik ist schon cool. Wie geil ist das denn? Das sieht unfassbar legit aus. Ich glaube, ich mache das jetzt nur noch. Na, jetzt macht er noch Volkswagen Mobilitätsservice drauf und so. Ne? Er bastelt halt das Fahrzeug so, wie es ist. Moin, ihr zusammen. Auch Friedliebender, grüß dich. Kurze Pause. Ich bin gerade auf Twitch online und mache eine Reaction auf Marvin Wildtages Video, wie er sich zu einem DFB-Training der Nationalmannschaft reinschleicht. Und das wird später online auf YouTube zu sehen sein und werde das dann auf allen Social-Media-Plattformen teilen. Aber ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Das Video ist hochinteressant. Gerade wenn Leute aus dem Management-Bereich, Security-Management-Bereich kommen oder auch als Veranstaltungssicherheitsbegeisterter und Leute, die aus der Branche kommen. Ja, so ist es. Wie geht's euch? Wahnsinn. Anderthalb Stunden später, das trojanische Pferd ist fertig. Das hier ist unsere Eintrittskarte morgen zum offiziellen öffentlichen Training des DFB. Mein Debüt steht an. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht aufgeregt. Ich glaube, diese Nacht werde ich sehr, sehr schlecht schlafen. Aber das ist völlig in Ordnung. Dafür werde ich morgen den Coach von meinen Leistungen überzeugen. Und damit werden wir auch reinkommen. Jetzt geht's los, Leute. Und dann war er endlich gekommen. Der Tag. Und jetzt komme ich halt zu meiner These wieder zu Beginn des Videos, die ich geäußert habe. Ist das ein Video, was mit Genehmigung, mit Einverständnis passiert ist, oder ist es wirklich ein Video, wie er sagt, nur auf seinem Mist gewachsen ist? Ich bin wirklich gespannt. Tag der Tage. Mein Debüt als Nationalspieler stand an. 14.000 Menschen haben sich in Jena im Stadion getroffen, um die deutsche Nationalmannschaft zu sehen. Und ich wusste, meine Stunde hat geschlagen. Jetzt ist es ungefähr noch eine halbe Stunde, bis das Training losgehen soll. Die Jungs sind noch nicht da. Der Plan ist, dass der Mannschaftsbus ankommt. Meine ganzen Teamkameraden gehen in die Kabine, ziehen sich um. Ich bin ja schon umgezogen und ich bin auch schon warm und heiß. Und wenn die ihre ersten Runden auf dem Platz drehen, dann werden wir ganz schnell hinterherfahren, reinfahren und versuchen, so schnell wie möglich auf den Platz zu kommen. Das ist der Plan. Aber wie aufgeregt er jetzt sein muss, ne? Eine Sache war aber bislang immer noch nicht geklärt. Wie zur Hölle komme ich ins Stadion? Wie schaffe ich es auf den goldenen Platz? Und wenn man manchmal wirklich am Boden liegt und die Verzweiflung spürt, dann kommt aus dem Himmel ein Lichtstrahl. Und der hieß in dem Moment Konvoi. Der Teambus kommt. Und wir haben uns einfach... Das ist so krass. Das ist so krass. Jungs, komm! Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt da der Konvoi, ne? Jetzt kommt der Konvoi mit Polizeischutz, mit Blaulicht, mit Sirene. Das heißt, wir haben Busse, Rettungswagen vielleicht noch dabei, Polizei mit dabei, den Mannschaftsbus mit dabei. Und wenn so ein Konvoi gefahren wird, ein offizieller Konvoi gefahren wird, mit Sonder- und Wegerechten, dann muss es natürlich Verantwortlichkeiten geben. So, und dann heißt es, okay, sind alle Fahrzeuge dran? Wie viele Fahrzeuge sind es? Auch die sind gebadged und die Kennzeichen müssen bekannt sein. Und da gibt es so viele Dinge, die man beachten muss. Ich will jetzt auch nicht alle Sicherheitsvorkehrungen hier ausplaudern, ne? Aber wir hatten ja auch schon den Fall des Bundeskanzlers Frankfurter Flughafen, wo sich ein Auto, was nachweislich nicht der Optik eines gepanzerten Schutzfahrzeuges entsprach, sich trotzdem reingesneakt hat in den Konvoi und mit aufs Vorfeld zur Maschine gegangen ist und den Kanzler umarmt hat, ne? Also auch so ein Vorfall haben wir. Und deswegen sieht man ja nicht nur da, also auch eine Fahrzeugreihe, ein sogenannter Konvoi, stellt hier eine massive sicherheitsrelevante Geschichte dar. Und auch hier in dem Video, ihr seht es gleich. Da sind sie, meine Jungs. So, Polizei, Bus, Bus, noch ein Bus, Mercedes und Polizei. Und jetzt geht's ab. Ihr seht's hinten in den Scheiben, ihr habt's gesehen, ja? Polizei, Mannschaftsbus, dann sein Bus, VW, 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 dahinter ein Mercedes, wird wahrscheinlich Sicherheit sein. Sneakt sich dann er. Er steht am Straßenrand, Leute. So, er steht rechts neben dem Konvoi, Blinker rein und jetzt öffnet sich dann innerhalb des Konvois einfach eine Lücke. In dem Moment und ich, es gibt er geht da rein. Kein Zurück mehr. Wir haben den Mannschaftsbus, wir haben ich fass es nicht. VW-Busse, die alle. Und jetzt frage ich halt wirklich, ist das real? Ist das wirklich passiert? Oder ist das gestellt?
Und wenn es real ist, Leute, Leute. Könnte so aussehen wie unser Fake-Bus. Hinter uns fährt auch noch irgendeine random S-Klasse. Ja, ja. Ich wusste, entweder jetzt oder nie. Und dementsprechend Augen zu und durch. Oh Gott, oh Gott. Wie das nun sein? Und jetzt kommt halt der Punkt, ne? Jetzt haben wir einen, das ist ja der einfachste Weg rein in die Sicherheitszone, in den abgesperrten Bereich, in eine bestimmte Zone, weil es wird natürlich nicht kontrolliert. Also man könnte sagen, hey, stopp, Konvoi angehalten bitte und jetzt prüfen wir die Badges, jetzt prüfen wir die Gesichter, jetzt prüfen wir das, das und das. Aber wenn ich einen geschlossenen Konvoi, der hier auch noch unter Polizeischutz steht, mit Polizeieskorte stattfindet, vorne sowie hinten, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass vorne und hinten die Polizei das schließende und das öffnende Element sind und somit alles, was innerhalb des Konvois als sicherer Raum sicher ist, verifiziert und auch akkreditiert gilt. Deswegen wird natürlich nicht an dem Einfahrtstor jetzt der Konvoi halten, alle steigen aus, alle werden geprüft, alle werden gebatcht, QR-Codes werden abgescannt oder was auch immer, sondern das ist der Konvoi und den hält man für sicher und deswegen öffnet sich jetzt das Tor und alle fahren rein. Alle durch. Bam. Alle durch. Na klar. Natürlich. Oh, ich kann das nicht mehr. Oh, dem sein Puls würde mich so hart interessieren jetzt, ne? So krass. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir an salutierenden Polizisten vorbeigefahren. Ja. Und wie läuft das jetzt mit dem Straftatbestand? Gibt es hier Straftatbestände, die erfüllt wurden? Gibt es hier Dinge, die man bewerten sollte, müsste, sich in einen Konvoi reinzusneaken, Zugang ins Areal zu bekommen mit dem Fahrzeug und? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, nein. Oh doch, oh doch, oh doch. Und das ist ja noch nicht mal alles, Leute. Es wird gleich noch besser. Der Mannschaftsbus hat dann vor den Kabinen angehalten und alle Jungs waren dabei. Jamal, Thomas, Joshua, die waren alle heiß, das habe ich gespürt. Die hatten alle Bock auf das Training. Ich hatte es auch, nur das Problem ist, ich kann ja nicht in deren Kabine gehen. Erstens macht man das nicht und zweitens würde ich da natürlich sofort auffliegen. Das heißt, wir mussten uns irgendwie da dann noch einen Plan B überlegen, wie wir uns am besten ins Stadion mogeln. Und das hieß erstmal wieder ein Stückchen wegfahren. Moin in den Chat. Boah, der ist so nervös, ne? Der ist so nervös, der Junge. Dennis Undaff, Josua Kimmich, Musiala. Wahnsinn. Und ich. Warnblinker. Ich muss auf einmal ganz dringend pullern. Kiel, wieder rein. Da, wo der Dude steht. Fahr da mal durch. Und wenn die uns da nicht reinlassen, dann müssen wir ganz zum Anfang und durchs erste Tor und dann straight die ganze Zeit geradeaus durch. Wir müssen vorne an die Ecke, wo die Einsatzfahrzeuge sind. Keine Chance. Das ist nur für den Rettungsdienst. Wir hatten uns das Ganze so schön ausgemalt. Als wir ein paar Wochen vorher am... Okay, und jetzt könnte man denken, okay, an jetzt der Barriere wird man scheitern oder wie auch immer. Aber ihr befindet euch ja schon in einem sicherheitsrelevanten Bereich. Und deswegen ist an der Stufe die Sicherheit oder die Ordner, die dort stehen, die haben eine andere Kontrollinstanz, die haben dann eine andere Absicht dahinter. Ja? Die denken nicht, oh mein Gott, sofort, der darf hier gar nicht auf dem ganzen Gelände sein, sondern das sind halt dann Teilbereiche, die abgesperrt wurden und da hat man nur natürlich gewissermaßen nur beschränkten Zutritt. Stadion waren, war das Kuchenstück hinten komplett leer. Da konnte man quasi auf den Rasen hopsen. Das Problem ist, beim Training standen da natürlich Feuerwehr, Sanitäter, Krankenwagen. Dementsprechend durften wir da nicht reinfahren und erst recht nicht davor halten. Die müssen im Worst Case losfahren können. Und dementsprechend haben wir einfach vor dem Stadion geparkt. Und für mich hieß es dann, ready machen. Ich muss mich irgendwie zu Fuß in dieses Stadion mogeln. So. Und ihr seht, da ist noch ein Zaun. Ihr seht, da ist noch ein Zaun. Also er hat es jetzt noch nicht geschafft. Er ist zwar schon sehr weit gekommen, aber jetzt wird es nochmal richtig tricky, wo er dann eventuell auch sein Badge benutzen muss. An dieser Stelle kamen unsere Fake-Ausweise ins Spiel, die wir schon ein paar Wochen vorher vorbereitet haben. Können Sie uns einmal aufmachen, bitte? Social-Media-Team, Livestream. Vielen Dank. Krass, ne? Aber ganz ehrlich, was soll diese arme Security auch richtig machen? Das sah einfach verdammt echt aus. Genau so ist es. Entschuldige, müssen wir einmal durch. Dankeschön. Ja, und schön die Werbung posten, ne? Schön die Werbung der Security-Firma noch mit rein ins Video. Ne? Klar, gelb ist auch eine gute Wiedererkennungsfarbe. Schön auch die Security-Firma dann mit posten, mit dem Namen posten. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist richtig.
Die können dafür nichts, okay? Die brauchen wir jetzt nicht ins Achtung stellen, die brauchen wir jetzt nicht feuern, die brauchen keine Abmahnung oder den brauchst du auch keine auf den Deckel oder so geben, brauchst du nicht so. Die sind daran nicht schuld. Das ist nicht möglich, hier wirklich festzustellen, wer das ist. So, die tragen da keine Schuld, okay? Die Fehler sind im Vorfeld passiert oder auch wieder nicht passiert, weil die Vorbereitungen sind 1A. So, Leute, er ist drauf, ne? Er ist drauf. Fass es nicht. Okay, ein Break. Durchatmen. Boah. Ja. Lasst's mal wirken. Wir brauchen eine Minute, Leute. Wir brauchen eine Minute, um das jetzt einfach mal wirken zu lassen, das Video bis jetzt. Okay? Weil es wird jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Auch wenn das jetzt hier schon für uns, aus unserer Bubble, Sicherheit, Security, Management, auch wenn das jetzt schon für uns eine Art Super-GAU ist und jeder, der das herunterspielt, weiß ich nicht, was mit dir los ist. Okay, jeder, der denkt, ah komm, ist doch halb so wild und dies und jenes und so, ah, ist doch nicht so schlimm und ah, wir machen dies, wir machen jenes. Es ist ein Super-GAU. Ganz einfache Geschichte, Leute. So, weiter geht's. Da ist er. Meinen Augen nicht trauen. Ich stehe wirklich 5 Meter vom Spielfeld entfernt. Ja, krass. Vor mir Thomas Müller, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, der Messi vom Niederrhein, Rocco Reitz, alle waren sie da. Aber ich habe gespürt, da fehlt ein Spieler. Ein Spieler, der noch eine andere Qualität mitbringt. Ah. Und der ist dran. Leute, der ist dran. Und jetzt der Worst Case. Das ist kein Influencer, das ist kein Content-Video, das ist kein Click-Video, das ist wirklich jetzt eine böse Person. Der ist ja auch nicht gefilzt worden. Der kann bis zum Sprengstoff alles dabei haben. Rucksack, Tasche, Waffen, Messer. Der kann ja alles dabei haben. Der ist nicht gefilzt worden. Der hätte in diesem Bus alles mit ins Stadion bringen können. Okay? Einfach, lasst es mal wirken. Lasst es mal wirken. Übung gar nicht. Ich kenn dich. Ich habe gerade mal 3 Schritte auf den Platz gemacht und schon habe ich meinen ersten Freund in der Mannschaft gefunden. Problem ist nur, die Freundschaft hat nicht lange gehalten, denn dann kam der Coach. Wer bist du? Marvin, hi. Marvin, hi. Von der U21. Ich wäre wirklich eine Bereicherung. Ja, aber da musst du mit dem Chef reden. Aber guck mal, heute sind so viele ausgefallen. Der Manu ist noch krank. Wisst ihr, was das Spezielle an der Mannschaft in diesem... Und er hat jetzt, wir reden jetzt mal von seinem Fame-Status, den er hat als Influencer. Okay, der ist nicht direkt weggetackelt worden, weil er Marvin Wildhage ist. Okay, und weil man ihn erkannt hat dann am Ende des Tages. In diesem Jahr ist, die spüren einfach, wenn ein Mitspieler in Not ist, wenn der Hilfe braucht. Und der Jo, der hat gemerkt, dass ich gerade Unterstützung brauchen könnte. Und da stand er mir sicher zur Seite. Genau, Razzo. So schnell kann das gehen. Ist alles gut. Ist alles gut. Jo sagt auch, ich soll einmal eine Bananenflanke schießen. Das hab ich nicht gesagt. Ja. Man muss auch Teamplayer sein und auch mal einsehen, wenn man noch nicht dran ist. Der Coach hat gesagt, ich soll warten, erklärt das und dann darf ich rein. Quasi der André Schürrle. Und auch die Verantwortlichen, der Coach, die Spieler, alle die denken natürlich nicht, dass er jetzt auf höchst kontroverse Art und Weise zu diesem Platz gekommen ist. Die denken natürlich, klar, der ist Marvin Wildhage, Influencer, der ist Presse, der wird so eine Berechtigung haben, jetzt hier am Spielfeld dran zu stehen. Ja, der wird natürlich jetzt für ein kleines Video vielleicht mal kurz einen Joke gemacht haben, ey, lass mich mal eine Flanke schießen oder lass mal Joe Kimmich kurz ein bisschen tunneln oder so. Das denken die sich jetzt, okay? Das denken die sich jetzt. Die sehen nicht das, was vorher passiert ist und die wissen auch nicht, wie krass gefährlich hier so eine Situation entstehen kann. Der nochmal so ein bisschen Dampf mit ins Spiel bringt. Ich war schon voll motiviert. Und auch hier wird natürlich nicht die Security aktiviert und wird gesagt, ey, guck mal hier, hallo, wer ist denn diese Person, die ist unberechtigterweise hier? Nein, man muss hier klar differenzieren, er ist halt Marvin Wildhage, ein bekannter YouTuber. Und natürlich glaubt man, dass das jetzt alles erst einmal so seine Richtigkeit hat. Aber nochmal, wenn da eine völlig unbekannte Person ist, die wirklich Böses im Schilde führt, dann ist das eine ganz andere Situation, okay? Hab mich warm gemacht und gedehnt, weil ich habe gedacht, heute ist es soweit und ich feiere mein Debüt in der Startelf. Doch dann kam der Coach nochmal zurück und hat gesagt, nee, heute reicht es leider nur für die Bank. Heute nicht? Ja, heute nicht, tut mir leid.
Darf ich zumindest auf der Bank sitzen? Also du kannst zu Markus Löfing gehen. Der sitzt als Nummer 3. Okay, ja? Okay, danke. Coach, wenn ihr mich braucht, sagt Bescheid. Ja, ja. Gut, dann bin ich da. Wir dürfen auf der Trainerbank sitzen, ist auch was. Die Waden ein bisschen verspannt. Sollen wir kurz reingehen? Dann schaue ich es mir an. Oh, hier ist auch ganz nett. Wir gucken, was die Jungs machen. Und jetzt wird natürlich verpixelt und die Stimme nachgesprochen, weil jetzt wird's kritisch. Ne? Also jetzt gehen wir mal langsam auch in den Ernst der Geschichte hier rein. Auch wenn es vorher vielleicht nicht ganz so ernst rüberkam, aber jetzt nehmen wir die Sache doch mal ein bisschen aus der sicherheitsrelevanten Perspektive an, okay? Muss die Taktik ja auch irgendwie Blut haben. Seht ihr, selbst der Physio hat gedacht, ich gehöre dazu ja. Und wollte schon seine Massagebank vorbereiten. Nachdem ich da also minutenlang auf der Trainerbank saß, wie bestellt und nicht abgeholt, ich meine, jeder hat gesehen, dass ich da nicht hingehöre, kam dann auch ein DFB-Mitarbeiter auf uns zu und hat gefragt, ey Jungs, was macht ihr denn hier eigentlich? Ja, und dann habe ich gesagt, ich warte auf den großen Einsatz und er hat gesagt, nee, komm, ich bringe dich mal auf die Tribüne. Und er hat uns wirklich bis zur Treppe und darüber hinaus begleitet. Von wem seid ihr denn? Der Coach hat gesagt, ich soll mich auf den dritten Platz... Nein, jetzt mach mal kein Spökes. Ich bin vom DFB. Wie seid ihr hier unten rein? Und wer seid ihr? Marvin, ich sollte heute eigentlich mal aushelfen, weil ein paar krank geworden sind, aber... Jetzt hör doch mal mit dem Quatsch auf. Und wie seid ihr hier reingekommen? Durch den Eingang dorthin, durch Sor. Würdest du auch netterweise oben auf die Medientribüne gehen? Ja. Auch wenn ich jetzt auf die Tribüne geschickt wurde, habe ich es geschafft. Im Vergleich zu Hannover, Hertha und Werder hatte ich insgesamt mehr Spielzeit als bei allen drei Versuchen vorher zusammen. Dann durfte ich sogar noch die zweite Hälfte auf der Bank verbringen. Für mich war es ein voller Erfolg, aber für einen Platz in der Nationalmannschaft hat es am Ende doch nicht gereicht. Aber ihr kennt mich, ich gebe nie auf und dementsprechend habe ich gedacht, komm, ich feuer meine Jungs noch von der Tribüne an. Benni, vielen Dank, viel Erfolg bei der EM. Das war jetzt der Vertrag, dass ich nächstes Mal mitmachen darf, oder? 100%. Dankeschön. Und genau das ist sein Status, den er hat. Ne? Ihr habt jetzt den Spieler gehört. Ich kenne jetzt den Vornamen nicht, Undav. So von wegen, man kennt sich, man weiß es, Social Media und so weiter und so fort. Ich glaube, Kevin Undav, ne? Deswegen ist das jetzt auch am Ende relativiert sich das durch die Reaktionen der Spieler, der Mannschaft, aber. Im Großen und Ganzen, Leute, muss ich dazu nicht mehr viel sagen. Ich habe, glaube ich, genug dazu gesagt. Er möchte, dass ich die Bananenflanke schlage. Wie damals David Odonkor auf Oliver Neville. Marvin Wildtage auf Dennis Undav. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen beim Coach? Einfach mal meine Visitenkarte hingeben. Danke dir. Perfekt. Sehr gut. Ich wette, 50% der Leute denken, ich bin echter Nationalspieler. Chapeau an die Nationalmannschaft. Vor Ort haben es alle mit Humor genommen. Und auch wenn es für mich nur für eine kurze Spielzeit gereicht hat, werde ich die Erinnerung für immer im Herzen tragen. Und was ihr tragen könnt, ist dieses frische Trainingsoberteil. Das habe ich vor Ort getragen. Gut, beenden wir das Ganze. Ja, was soll ich dazu sagen? Fazit, Statement von meiner Seite aus. Ich habe während des Videos sehr viele Einblicke gegeben und ich glaube, die Ernsthaftigkeit der Situation habe ich verdeutlicht. Denn auch wenn das hier ein Video ist für Social Media, für Content, hat man doch gemerkt, dass ein sehr, sehr ernster Faktor dahinter steckt. Eine sehr, sehr ernstzunehmende Gefahr dahinter steckt, was Risk Management angeht und was Sicherheit im Allgemeinen angeht. Ja, ich hoffe, dass das Video gewisse Kanäle öffnet und ich hoffe, dass viele, die in diesem Ding involviert sind, in der Europameisterschaft, dann entweder vielleicht meine Meinung teilen, meine Einstellung dazu ebenfalls mit in diese Veranstaltung nehmen und dass die Europameisterschaft sicher abläuft, keine Zwischenfälle passieren. Und dass man sensibilisiert ist und dass man sagt, hey, wir investieren, wir managen das, wir sorgen für Sicherheit. Und nicht nur Theorie, sondern reale Sicherheit wird gelebt. Von daher sind das meine letzten Worte und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.